In diesem kurzen Video möchten wir die einzelnen Tutorials zum Thema eCognition-Lizenzierung kurz vorstellen. Zuerst soll gezeigt werden, wie der Lizenzserver eingerichtet werden kann. Im nächsten Tutorial wird das Aktivieren, Zurückgeben und Zurücksetzen verloren gegangener Lizenzen erklärt. Außerdem wird gezeigt, wie eine Lizenz mit dem License Borrowing Tool temporär ausgeliehen werden kann. Anschließend geht es um die Nutzung von eCognition Developer und Server Lizenzen und schließlich werden häufig gestellte Fragen angesprochen.